darf unserem Bürgermeister von Deutschland, Dahi Bamumiewicz, ganz herzlich gratulieren zur hohen Auszeichnung der Stadtgemeinde Klosterneuburg. Eine Auszeichnung, die vor allem die langjährige Freundschaft zwischen Deutschland und Klosterneuburg hervorstreicht, aber auch die Freundschaft zwischen dem Kanton Dusler und dem Bundesland Niederösterreich, wie überhaupt die Freundschaft zwischen Niederösterreich, zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina. Und ich halte diese Freundschaft für ganz, ganz wichtig und auch diese Geste heute der Auszeichnung für so wichtig. Und ich freue mich, dass Dahib heute auch hier ist und dass wir ihn auszeichnen können. Und danke sehr für diese großartige Freundschaft. Od 2014. godine traje saradnja grada Klosterneuburga i općine Deočak. I mislim da smo jedan svijetao primjer kako narod Austrije, narod Bosne i Hercegovine mogu da se nađu kako živi. Naša saradnja je već prerasla lokalni nivo, znači direktnu saradnju Klosterneuburga i općine Deočak. Mi želimo da ovu saradnju proširimo na veći dio teritorije, prije svega na neku zoni Austrije, Kuzlanskog kantona i nadamo da će se i druge prokline kako u Austriji, tako i u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju mi znamo da u prijateljima, da u gradu koji se nadrugu, da u ljudima koji radi u gradu koji se nadrugu, koji čini politiku grada koji se nadrugu, imamo iskrene prijatelje i nada će ta stranja uvijek da ide. Uvijek sam pozivao i ovaj put pozivam sve dobronamerne Bosance i Hercegovice koji žive i imaju priliku svoj dati glas da cijene one ljude koje najviše mogu doprinijeti prijateljstvo Bosne i Hercegovine i Austrije i time onaj, dovesti Bosnu i Hercegovinu koja je već predvratila Europske unije da ona što prije čuvaju Bosnu. Am 29. Jänner werden in Niederösterreich die Landtagswahlen durchgeführt. Da werden die politischen Weichen auch für die nächsten 5 Jahre hier in Niederösterreich gestellt. Und es würde mich sehr freuen, auch als Vorsitzender des Europaausschusses im Niederösterreichischen Landtag, wenn wir auch in den nächsten 5 Jahren, in der nächsten Periode entsprechend diese Freundschaft pflegen können. Und vor allem, wenn sehr viele Bosnierinnen und Bosnier, die hier in Niederösterreich eine neue Heimat gefunden haben, auch entsprechend zur Wahl gehen werden, am 29. Jänner zur Landtagswahl gehen werden. Und ich würde mich natürlich auch sehr über Vorzugsstimme bei dieser Landtagswahl freuen.